Hallo, liebe MOBA-Freunde, es geht doch schon weiter mit Teil 5, denn das Eckhaus ist eingetroffen und noch ein weiteres. Also seht, wie es dann weitergeht. Ja, da wir jetzt hier wesentlich weniger Platz noch über haben, wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, das kommt oben an die Wand in der Ecke, wird natürlich erstmal alles angezeichnet und sämtliche Teile, die das Eckhaus betreffen, aber auch später das Haus, was noch ans Eckhaus rankommt, beschnitten. Und wie ihr gleich sehen könnt, da bleibt wirklich nicht viel über. Aber das ist das Schöne, bei Lasercut ist es wesentlich einfacher, mal eben umzusetzen, als jetzt beim Kunststoff. Weil da muss man ja doch beim Schneiden wesentlich mehr aufpassen. Wichtig, wie ihr seht, die Kamera wird sogar schon ein wenig geblendet. Wichtig immer viel Licht. Ja, da konntet ihr gerade sehen, es ist wesentlich was weggekommen. Und so werden jetzt alle Teile beschnitten. Auch die Seitenteile werden natürlich sofort geschnitten. Und die Innenwände und Etagen haben wir ja. Nun ist das Eckhaus auch schon zusammengebaut, bis auf das Dach. Da könnt ihr sehen, viel ist nicht mehr übergeblieben, aber uns geht es ja hauptsächlich um die Front. Jetzt wird natürlich erstmal wieder eine Anpassung gemacht, ob alles soweit in Ordnung ist. Und da könnt ihr sehen, nach hier vorne kommt jetzt das andere Haus. Ihr habt dann nochmal vom Innenhof den Blick. Und ich finde, das sieht schon toll aus. Hier könnt ihr jetzt sehen, die Fenster, die ich bei den letzten Bau nicht gebraucht habe und ausgeschnitten habe, die setze ich jetzt, beziehungsweise ein Fenster davon, habe ich jetzt hier eingesetzt und da habt ihr jetzt gesehen, Schicht für Schicht angepasst. Eine weitere Sache, die ich jetzt mal ausprobiert habe, die anderen Häuser hatte ich ja direkt aneinander gesetzt. Hier habe ich jetzt mal eine Häuserwand, eine Innenwand zusätzlich mit aufgesetzt. Da könnt ihr sie sehen, auch nicht ganz bis nach vorne, sondern ein bisschen Luft gelassen. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass so die Häuser wesentlich harmonischer sitzen, als wenn wir sie frontal aufeinander setzen. So könnt ihr es besser sehen. Der Schlitz, der da jetzt noch ist, wird natürlich auch wieder verdeckt. Und dann kommt da das Fallrohr für die Dachrinne drauf. Ja, alles verkleben. Mit Klammern sichern und befestigen. Nochmal vernünftiger ausrichten. Und kleben lassen. Da könnt ihr jetzt nochmal die Klammern sehen. Also es sind einige drauf. Dadurch haben wir natürlich eine besonders gute Festigkeit nachher. Und ja, lassen es so trocknen. In der Zeit, wo natürlich alles trocknet, bereite ich schon die Teile für den Innenhof vor. Das heißt, so einige kleine Basteleien. Oder man bastelt sich sogar noch ein Tor selber. Denn auch solche Sachen sollte man immer in eine Bastelkiste haben. Kann man überall eigentlich in Bastelläden oder auch im Internet bekommen. Ja, so sieht ein fertiges Tor dann aus und ihr werdet es nachher nochmal sehen. Das Haus ist mittlerweile jetzt gealtert. Sitzt auch schön fest verklebt zusammen. Hier könnt ihr jetzt noch mal sehen, wie schmal das Haus eigentlich wirklich geworden ist. Also es sind nur noch 2,5 cm. Vorher waren es, glaube ich, ja,
7,5. Und hier könnt ihr auch wieder sehen, dadurch musste ich oben das Dach ein wenig natürlich anpassen und habe dementsprechend auch mir noch Dachschrägen zusätzlich eingebaut. Ja, die Älteren von uns kennen es vielleicht von früher noch. Heute sieht man das ja nicht mehr so. Die Verbindung zwischen den Häusern waren oft mit Blei gemacht worden. Ja, jetzt das Haus nochmal auf der Platte sichern. Da mir Kabel fehlt für die LEDs, habe ich es erstmal so mit Klammern wieder gesichert, dass ich die Innenhöfe schon mal fertig machen kann. Und hier haben wir nun das Ergebnis. Dort sitzt das selbstgebaute Tor und macht so eigentlich eine gute Wirkung. Da, trotz dass es nur geklammert ist, sitzt das Haus wirklich sehr fest und so konnte ich alles weitere fertig machen. Dann wurde ich nochmal gebeten, meine Kleber vorzustellen. Also, das ist der Bindan Express Holzleim mit der schönen kleinen Spitze. Googelt einfach, ihr werdet schon finden, wo ihr den bekommt. Des Weiteren in jedem Baumarkt zu bekommen, der Funal Express. Auch sehr gut, weil zieht sie auch sehr schön und schnell an. Vor allem sind nicht so flüssig. Ja, was braucht man noch? Ein Cuttermesser mit einer scharfen Klinge. Wechselt öfters die Klinge, egal ob Skalpell oder Cuttermesser. Der Bausatz wird es euch danken. Es muss wirklich scharf sein. Des Weiteren, also für mich, egal was ich bastel, ich habe immer diese Pinzette, diese gekröpfte Pinzette. Dann, wenn ihr natürlich sowas bearbeiten wollt, wie ich das mache, ganz wichtig, ein Stahllineal, ein vernünftiger Stift zum Anzeichnen, und was man noch nehmen kann, ist natürlich auch Patex. Wobei jetzt nicht für den Bausatz, aber für andere Sachen zum Beispiel. Oder das gute alte Uhu. Den Alleskleber. Aber nehmt den lösungsfreien. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und sage damit Tschüss. Und zum Abschluss kommen noch einige Bilder vom Innenhof. Und wie es dann auf der Anlage aussieht, das seht ihr in den nächsten Wochen. Das dauert jetzt dann aber wirklich, weil zurzeit haben wir da nicht die Termine, dass wir uns wirklich treffen können. Bis dahin, tschüss.